mein Weltbild so in der im absoluten Höhepunkt irgendwie meines dogmatischen Denkens sah eigentlich sehr, sehr bipolar aus. Also es gab nur Schwarz und Weiß, es gab nur gläubig und ungläubig und nur gut und schlecht. Das war auch von Anfang an schon so, aber am Ende gab es irgendwie so ein ganz klares Feindbild und so ein ganz klares Gefühl von wir und ihr. Am Anfang hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, es gibt vielleicht ein Miteinander. Relativ schnell wurde mir klar, es gibt vielleicht ein Nebeneinander und irgendwann fühlte es sich nach einem Gegeneinander an. Und das war, würde ich sagen, so der Höhepunkt. Es war eine unheimlich aufgeladene Stimmung in mir, total aggressiv, total, ja, also immer das Gefühl, dass man ausgegrenzt wird, dass man ein Opfer ist, dass alle einen hassen, nicht aufgrund seiner Person, sondern aufgrund seiner Religion und seines Aussehens. Also ich habe in allem einen Feind gesehen und eine Verschwörung gewittert. Und der größte Feind oder die größten Feinde waren natürlich die USA und Israel. So, obwohl ich lustigerweise bis dato nie bewusst mit einem Ami über irgendwas diskutiert habe, noch mit einem Juden, waren das meine größten Feindbilder. Und der Westen als Ganzes war irgendwie für mich Pornografie, Drogen, Alkohol, Spielsucht oder Spielotheken, Prostitution, Bordelle, Fremdgehen, FKK, also irgendwie so moralisch total verwerflich und nur schlecht und heuchlerisch auch und eine kriegstreibende Macht in unseren muslimischen Ländern, um dort die Bodenschätze rauszumanövrieren, so. Aber für mich hatte der Westen überhaupt nichts Gutes. So. Das heißt, du hast jetzt gesagt, aus unseren muslimischen Ländern, das heißt, du hast dich dann auch gar nicht mehr als Deutscher gefühlt, sondern in erster Linie als Muslim. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich war irgendwie für mich klar in allererster Linie Muslim. Dann so, ja klar, ich bin Deutscher und so, aber habe mich auch teilweise irgendwie, ich gedacht, eigentlich wäre ich viel lieber ein Araber. Eigentlich wäre ich viel lieber in einer arabischen Familie groß geworden und hätte diese familiäre Atmosphäre gerne als Kind gespürt und diesen Zusammenhalt und wäre gerne in einer Gesellschaft groß geworden, in der es eben keine nackten Frauen an jeder Ecke gibt und so weiter. Das war auf jeden Fall damals schon mein Denken. Also vor der Radikalisierung, was heißt vor der Radikalisierung? Also bevor ich sozusagen die erste wirkliche Berührung mit dem Islam hatte, so mit 16, 17, sah meine Situation so aus, dass ich gerade die Schule eigentlich abgebrochen hatte. Also ich habe mit 16 noch meine mittlere Reife auf einer Gesamtschule gemacht, habe so zum Ende hin schon relativ viel geschwänzt, noch so gerade die mittlere Reife geschafft und dann ein Fachabitur auf einer höheren Handelsschule angefangen und dann aber auch relativ schnell abgebrochen. Und mein Alltag sah dann eigentlich so aus, dass mein Lebensinhalt daraus bestand, Drogen klarzumachen, also Gras, was zu kiffen zu besorgen und den ganzen Tag zu kiffen und frustriert zu sein. Das war eigentlich so mein Lebensinhalt. Ich habe halt relativ viel Rap gehört, auch selber Rap gemacht, Texte geschrieben, aber eigentlich auch ziemlich viel Zeit alleine verbracht und ja, sehr frustrierte Gedanken vor mich hingeschoben und in Selbstmitleid zerflossen. Das war eigentlich so die Situation. Naja, und als ich dann 17 war, 2005, im Sommer ungefähr, stand halt ein alter Bekannter von mir vor meinem Fenster, der früher genauso gelebt hat wie ich. Also unsere gemeinsame Leidenschaft war Rap. Er hat gekifft, er hat Sex gehabt vor der Ehe, er hat Alkohol getrunken, hat natürlich kein Schweinefleisch gegessen. Aber er war dann ein Jahr irgendwie so spurlos verschwunden und stand dann plötzlich da. Ich habe ihn reingebeten und ihm einen Joint angeboten und Rap angemacht und die neuesten Lieder kannte er nicht, den Joint wollte er nicht und so hat sich dann im Laufe des Gesprächs halt ergeben, dass er jetzt gläubiger Muslim ist, seine Religion praktizieren will und eben ein guter Mensch oder ein rechtschaffener Gläubiger sein will. So, das war sozusagen die erste Berührung mit dem Islam und meine damalige Situation.
Also durch diesen Marokkaner bin ich dann halt erstmal sozusagen in die Moschee eingeführt worden. So ein kleines Grüppchen, in diesem Grüppchen, oder dieses Grüppchen bestand in erster Linie aus Jugendlichen, aus jungen Erwachsenen wie mir damals, die aber eben so sehr, sehr streng und sehr klar erkennbar eben so sein wollen wie der Prophet. Ich wusste natürlich noch nichts über den Propheten, aber irgendwie wurde ich gleich in dieser Gruppe aufgenommen und fühlte mich auch gleich wohl in diesem kleinen Grüppchen und habe dann natürlich irgendwann den Entschluss gefasst, auch so zu werden, auch zu diesem Grüppchen dazuzugehören und natürlich auch mein Leben fundamental zu ändern. Das heißt, kein Kiffen mehr, das Gebet erlernen und so weiter. Das waren so die ersten Dinge, die schon vor meiner Konversion irgendwie eintraten. Und mein Leben als gläubiger Muslim, wobei ich sagen würde, dass ich vielleicht, naja, ich hätte mich damals natürlich Muslim genannt, aber den Islam in seiner vollen Palette, in seiner vollen Vielfalt, den habe ich ja gar nicht kennengelernt, sondern ich habe eine sehr, sehr spezielle Form des Islam kennengelernt, nämlich den Salafismus. Das Wort Salaf hat auch relativ schnell eine Rolle gespielt, ne? Dass man den Islam nach den Vorfahren interpretiert. Das bedeutet Salaf und kann man es aber nennen. Wie war der Alltag als Muslim? Der bestand natürlich in erster Linie oder so die Punkte, die wichtigen Punkte im Tag waren die 5 Gebete. Das war natürlich so, also die Hauptpunkte, an denen sich dann so der Alltag so orientiert hat. Und darüber hinaus gab es natürlich ganz viele Regularien und Dinge, die ich geändert habe. So, es fing zum Beispiel mit Sachen an, wie kein Gel mehr in die Haare zu tun. Ich habe natürlich meine Essgewohnheiten umgestellt. Das heißt, es gab kein Schwein mehr, es gab keine Gelatine mehr. Habe fremde Dinge gegessen, wie Datteln zum Beispiel, die es vorher nicht gab. Habe dann eben das Gebet erlernt erstmal und dann angefangen, 5-mal am Tag zu beten. Dann so nach und nach Koransuren auswendig gelernt, sehr viel gelesen. Vorher habe ich nie gelesen, plötzlich habe ich sehr, sehr viel gelesen, den Koran mehrere Male durchgelesen, angefangen, den Koran auf Arabisch zu lernen. Natürlich nicht komplett, aber schon einige Teile aus dem Koran, sodass ich relativ schnell auch schon mehr vom Koran auswendig konnte als viele Türken oder Marokkaner oder Araber, so in meinem Dunstkreis. Und habe dann beispielsweise relativ schnell auf Kleinigkeiten geachtet, wie zum Beispiel mit dem linken Fuß in die Toilette zu gehen, mit dem rechten Fuß wieder hinauszugehen. Habe den Kontakt zu meinen alten Freunden abgebrochen, kann man eigentlich nicht sagen, aber so ausklingen lassen. Das heißt, ich hatte eine neue Familie, neue Brüder, neue Freunde und zu den alten Freunden habe ich einfach den Kontakt nicht mehr gepflegt, sie genauso wenig zu mir. So ist das einfach Stück für Stück oder relativ schnell eigentlich auseinandergegangen. Und ich habe mich dann natürlich auch sehr an den Brüdern orientiert, die irgendwie so auch vielleicht eine Art Familienersatz waren. Und unter anderem war natürlich Sven Lau gerade am Anfang und auch relativ danach noch für mich immer so wie so ein großer Bruder. Also ein Deutscher, genau wie ich, der auch einige Parallelen zu mir aufwies, der etwas älter war als ich, der schon vieles sozusagen, dass ich gerade irgendwie aktuell vor mich hin lebte, schon gelebt hat. Und der war immer so für mich wie ein großer Bruder. Pierre Vogel war damals noch relativ unbekannt. Er hatte so die ersten DVDs, aber niemand kannte Pierre Vogel groß. Und Sven Lau schon gar nicht. Damals, als ich Sven Lau kennengelernt habe, kannte kein Mensch Sven Lau. Er war ein ganz normaler deutscher Bruder in der Moscheegemeinde in Mönchengladbach und es gab noch kein YouTube und Facebook und so und niemand kannte Sven Lau. Aber für mich war er irgendwie immer so der große Bruder.